Rechtsextreme Parolen auf rassierten Schädeln. White Power. Ein eisernes Kreuz auf dem T-Shirt. Ein Hakenkreuz auf dem Arm. Zahlencodes 18. Gemeint ist der erste und der achte Buchstabe im Alphabet. Das steht für Adolf Hitler. Wir sind beim Fußball, beim ersten FC Magdeburg. Unter die Fans mischen sich hier Neonazis. Alltag in den unteren Ligen der Republik, vor allem in Ostdeutschland. Hier hat die NPD leichtes Spiel. Wählerpotenzial agitieren, rekrutieren, vereinzelt auch in den alten Bundesländern. Wie hier vor dem Stadion des VfB Lübeck, wo die NPD sogar einen eigenen Fanclub gegründet hat. Der NPD-Funktionär Klaus Bayer erklärt uns, welche Chancen seine Partei bei den Anhängern unterklassiger Clubs sieht. Wer zu Hertha oder zu Bayern München geht, der möchte Spektakel haben. Da steht vielleicht der Fußball nur noch an zweiter oder an dritter Stelle. Das ist eben in den unteren Ligen nicht der Fall. Da zählt eben der Fußball pur. Und dementsprechend sind die Menschen auch heimattreu veranlagt und dementsprechend auch für nationale Themen offen. Heimattreue und national gesinnte Fans findet die NPD auch bei Dynamo Dresden vor. Immer wieder fallen Teile des Dynamo-Anhangs durch gewalttätige und antisemitische Aktionen auf. Potenzial, das die NPD an sich binden möchte. Der Verein hat lange zugesehen, vielleicht zu lange. Jetzt soll das unterfinanzierte Fanprojekt handeln. Uns geht es einfach darum, sozusagen die schweigende Masse zu mobilisieren und einfach den Mund aufzumachen. Also ein bisschen Zivilcourage zu zeigen und sagen, hier im Stadion, wir wollen hier keine rechten Sprüche. Offiziell gibt sich die NPD im Sächsischen Landtag bieder und demonstriert Bürgernähe. Und das heißt für den Fraktionsvorsitzenden Holger Apfel, Einsatz für den Traditionsverein Dynamo Dresden, der seit Jahren um ein neues Stadion kämpft. Eine Umarmung von rechts außen, die im Verein auf wenig Gegenliebe stößt. Wir sehen es in erster Linie wirklich so als Trittbrettfahreraktion. Hildburghausen, Südthüringen. Hier sucht die NPD gezielt Zugang in den Freizeitfußball. Der NPD-Kreisvorsitzende Tommy Frenk hat einen eigenen Fußballverein gegründet, den SV Germania Hildburghausen. Regelmäßig sonntags versammelt Frenk auf diesem Bolzplatz 2 Dutzend Jugendliche. Auch hier begegnen uns die Zahlencodes der Szene. Verehrung für den Diktator Adolf Hitler. Unter den Augen mancher Eltern. Und was sagen Sie dazu, dass Ihr Sohn hier mitspielt? Warum nicht? Ist doch in Ordnung. Jetzt haben die aber schon T-Shirts an mit eindeutigen rechtsextremen Botschaften. Was sagen Sie dazu? Enthalte ich mich. Teilen Sie das? Ich äußere mich nicht dazu. Der Weg in die Mitte der Gesellschaft. Hier funktioniert die Strategie der NPD scheinbar reibungslos. Jeder hier weiß, wer Tommy Frenk ist und wofür seine Partei steht. Wie werben Sie für Ihren Verein? Ja, Mundpropaganda, spricht sich herum, dass es unseren Verein gibt. Und ich habe jetzt in den letzten 2 Wochen schon erhebliche Zuschriften gekriegt, noch Anrufe von welchen, die uns unterstützen wollen. Und ja, teilweise auch die Eltern von manchen, die haben gesagt, ja, wir machen die Bratwürste, der andere macht dann halt dann die Getränke. Getränke und Bratwürste für Jugendliche, die nicht nur Fußball spielen. Bilder von Partys junger Rechtsextremisten aus Hildburghausen und Umgebung. Jugendliche mit einem diffusen Weltbild. Jugendliche, die von einer sogenannten national befreiten Zone träumen. Das würde bedeuten, dass keine Ausländer mehr da sind, dass gibt's kein Eicher mehr, dass Ruhe. Dresden, die sächsische Landeshauptstadt. Von hier aus steuert Holger Apfel solche Aktivitäten. Als oberster Wahlkampfstratege seiner Partei unterstützt er die Gründung sogenannter nationaler Fußballvereine ausdrücklich. Die NPD gibt natürlich zum einen erstmal ideelle Unterstützung, aber auch da, wenn also junge Aktivisten an uns herantreten, sind wir durchaus auch bereit, auf materieller Ebene entsprechend derartige Vorhaben zu unterstützen. Jetzt sind es aber junge Leute, die ganz offen NS-Symbolik nach außen tragen, die sich ganz klar zum Nationalsozialismus bekennen. Unterstützen Sie das auch? Da wissen Sie mehr als ich. Die NPD ist eine junge, eine dynamische Partei, die an der Zukunft ausgerichtet ist. Der Nationalsozialismus ist für die NPD eine abgeschlossene Epoche. Abgeschlossene Epoche? Bilder aus dem Internet. Ein enger Mitarbeiter von Holger Apfel hat bis vor wenigen Tagen eine Tour mit diesem LKW durch ganz Deutschland organisiert. Zum 20. Todestag des Hitler-Stellvertreters Rudolf Hess.
Rathenow, Brandenburg. Auch in dieser ostdeutschen Kleinstadt will die NPD Nachwuchs rekrutieren. Mit Fußball. Sportsfreunde 06 heißt der von jungen NPD-Funktionären gegründete Verein. In dieser Halle veranstalteten sie ein großes Turnier. Mit dabei die NPD aus dem Kreisverband Oderland. Auf dem Mannschaftsfoto Klaus Bayer, der brandenburgische Landesvorsitzende. Doch in Rathenow gibt es Gegenwind für die NPD-Kicker. Diese Halle hätten die Sportsfreunde gern als Trainings- und Spielstätte. Doch im Rathaus gilt der Beschluss der Stadtverwaltung und aller Fraktionen. Keine Hallenzeiten für Neonazis. Man sucht den Weg in die Mitte der Gesellschaft. Ich glaube, das ist auch zutreffend. Und da haben letztendlich alle Demokraten auch die Verantwortung, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und dagegen auch vorzugehen. Fußball ohne Rassismus und rechte Agitation. Das ist nur da möglich, wo alle, Fans, Funktionäre und Vereine, Neonazis konsequent entgegentreten.